Hallo, herzlich willkommen in diesem Video. Heute waschen wir den Honda Civic zum ersten Mal von Hand. Vorher hatte ich ihn nur ein bisschen mit Wasser in der Waschbox abgespritzt, aber das gibt immer Wasserflecken dann danach. Und jetzt diesmal gehen wir mal richtig professionell mit diesem Aktivschaum oder Snowfoam oder wie man das immer nennen soll, waschen und dann sehen wir uns, wie das Resultat dann auch aussieht. Und los geht's! We'll be right back.
So, den Honda habe ich jetzt gewaschen. Leider regnet es draußen schon ein wenig, deshalb sind immer noch ein bisschen Tropfen auf dem Auto. Es gibt da auch keine Trocknungsanlage, deshalb muss ich den Fahrtwind zur Hilfe nehmen. Aber alles geht natürlich nicht weg. So, wir schauen uns das Resultat mal an und dann bitte ich euch im Kommentar zu schreiben, ob ihr mit diesem Auto in die Waschstraße vielleicht gehen würdet oder nicht, bezüglich dem großen Spoiler da hinten, ob ihr das der Waschstraße zutraut, dass die darüber fährt oder eben halt nicht. Was meint ihr dazu? So, wie man sehen kann, ist er gewaschen jetzt und eben wie schon erwähnt, regnet es ein bisschen, deshalb schon wieder diese Tropfen darauf. Und was ich jetzt noch mache, sind die Spiegel reinigen, damit das komplett ohne Wasserflecken dann ist. Da bleibt immer gern was hängen. Was meint ihr? Ich bin da nicht ganz so zufrieden mit der Wäsche. Ich weiß nicht, ob man das durch die Kamera sehen kann. Es hat immer noch ein bisschen Restschmutz, gerade hier unten in der Schwellerzone, obwohl ich diesen Aktivschaum und eigentlich das ganze Programm durchgewaschen habe. Genau deshalb möchte ich mal die Waschstraße ausprobieren, aber eben ich habe ein bisschen Schiss wegen dem Spoiler hier. Bei einem vorherigen Auto, bei einem Citroen Xara, der hat auch einen Spoiler, bei dem ging das. Aber ich weiß halt nicht, wie stabil diese Dinger sind. Vor allem hier möchte ich nichts riskieren. Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, auch hier kann man sehr gut sehen. Es ist irgendwie immer noch so eine Schicht da drauf. Ich hoffe, man sieht das jetzt, wenn ich da mit dem Dings mit dem Tuch rübergehe. Jetzt gleich nochmal sauber. Es sollte da so vielleicht ist das auch dieser Wachs, ich weiß es nicht genau. Und dann bin ich mit dem als letztes mit so einem Osmosewasser darüber gegangen. Aber man sieht hier schon einen Unterschied. Vielleicht ist das eben der Wachs, wo da jetzt zum Vorschein kommt. Aber grundsätzlich bin ich bei einer Waschstraße schon immer mehr begeistert als jetzt mit diesen Handwäschepistolen oder wie man das immer nennen soll. Gut, wir machen das Video nicht so lange. Es regnet eh wahrscheinlich wieder. Und ja, wir sehen uns in einem anderen Video. Bis bald.